Hallo. Hallo, we are back zu Teil 2 nach einem Totalcrash des Systems. Ja. Das kann mal passieren. Computer. Computer hat sich aus unerfindlichen Gründen also total festgefahren. Und machen wir zwei Teile. Ne? Also, genau. Ja, gar kein Thema. Wir sind noch da. Alle, die ihre Fragen vorhin gepostet haben und noch nicht beantwortet sind, sollten diese Fragen bitte nochmal hier reinpacken, wenn sie wichtig für dich sind, sodass wir da nochmal drüber gehen können. Okay, jo. Ich erinnere mich an die eine Frage, wo gefragt wurde wegen dem, wenn du jetzt zum Beispiel 18-12 auf der hohen E-Seite spielst, okay. Also CDE. Warte. So, genau. Da ging es darum wegen den Nebengeräuschen. Richtig. Jetzt kann ich natürlich nicht genau wissen, welche Nebengeräusche du meinst. Ich vermute mal, das ist, du hast ja, ich sag mal, die linke und rechte Hand sollten synchron sein. Das heißt, wenn du hast, sagen wir, du spielst jetzt ab, auf, ab. Ne? Dass du wirklich genau zur selben Zeit, das heißt, dass du wirklich mal so üben solltest, du spielst den Ton an. So, und jetzt bevor du, dass du wirklich synchron bist, dass nicht das passiert. Sondern wirklich, das könntest du auch mal sehr staccato spielen. Das nenne ich die sogenannte, das nennt man Planting. Das bedeutet im Grunde genommen, du spielst den Ton an und stoppst den sofort wieder. Ja. Dasselbe machst du mit den nächsten. Auch wenn das hinterher mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hat, aber das ist die kürzeste Distanz von dem Ab- und Aufschlag. Und dadurch kannst du auch wirklich schauen, dass du es zur selben Zeit auflegst. Was auch schon mal gerne passiert ist, dass du aus Versehen vielleicht die H-Seite erwischt. Ne? Da wirklich schauen dann, wenn du hier zum Beispiel die drei Töne spielst, dass das Picking die richtige Richtung anzeigt. Ne? Zum Beispiel Downward oder Upward Pixel. Ja, ja, ja. Okay, cool. Okay. Super, danke. Gerne. Gut, die Stimmung ist noch gut hier. Sehr schön. Von den 170 sind jetzt noch 45 da. Alle anderen, ja, alle anderen sind abgehauen. Aufgegeben. Keine Lust mehr. Aber die gucken sich hinterher an. Genau. So, hier haben wir was. Also, die Drehung für F-Dur oder Power Chords in den tiefen Lagen schaffe ich nur mit Kraft und viel Spannung im Handgelenk. Geht das mit Akkordtreffer, Spinne und Trills von alleine oder kann man da was machen? Oh. F-Power Chord. Also was er meint mit der Drehung ist das. Ja. Okay. Das meint er. Ja, okay. Könntest du es zum Beispiel so machen, so mache ich es bei den Power Chords. Ich gehe jetzt hier nicht voll raus, sondern ich schaue immer, dass ich zum Beispiel die hohen Seiten tatsächlich dämpfe. Ne? Und dadurch, sieht man es besser so? Ja. Genau, so. Und das heißt, normalerweise, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel so einen offenen Akkord spielen würdest, F Major 7 Kreuz 11 zum Beispiel, dann müsstest du ja schauen, dass du hier unten die Saiten nicht berührst. Hier bei dem F mache ich es zum Beispiel so, dass ich die Unterkante vom Finger, dass ich damit die anderen Saiten dämpfe und dadurch ist es eigentlich gar nicht, ist eigentlich super angenehm. Ne? Mhm. Ansonsten, was vielleicht auch sein kann, der Winkel von der Gitarre zum Körper selber. Ne? Wenn das jetzt komplett gerade ist, dann ist die Schulter jetzt auch nicht so entspannt. Das heißt, lieber so ein Stück angewinkelt. Ne? Und dann ist das eigentlich nicht mehr so ein Problem. Ne? Vielleicht aber auch mal denselben Powerchord mal in den höheren Lagen spielen, um einfach sich so langsam rantasten. Ja, könnte man zum Beispiel, indem man dann sagt, okay, man hat jetzt... Dass man sich, keine Ahnung, es geht wahrscheinlich um einen bestimmten Rhythmus, der dann gespielt wird. Dass man sich da langsam rantastet. Ne? Weil die. Was auch wichtig ist, Fabian, ist ja die Höhe. Absolut, ja. Weil je höher du gehst, ja, klar, natürlich, umso leichter fällt dir das dann. Ne? Genau, exakt. Ich würde auch immer, also wir haben jetzt zwar keinen Gurt dran, aber ich würde immer üben mit einem Gurt und gucken, dass die Höhe so ist, dass ich mein Handgelenk nicht zu. Der Hals vor allen Dingen. Genau, ja, genau. Der Hals, also, dass du wirklich so einen Winkel nach oben hast. Genau, das ist ganz wichtig. Es gibt auch hier diese Sitzkissen, kann man mit arbeiten. Optimalerweise, die beste Haltung ist eigentlich auch die hier. Ja. Diese Haltung. Die Überhaltung, ja. Ja, genau, aber
ich glaube, ich spiele schon zu lange so. Deswegen, ich habe es probiert. Ich habe mir auch dieses Kissen bestellt. Habe auch nicht nur eine Stunde probiert, sondern ich habe es ein paar Tage probiert. Aber für mich ist es zu viel Umstellung. Mhm. Dann übe ich lieber im Stehen. Bei Houston funktioniert es. Bei Houston funktioniert es. Ja. Ist super. Ja, genau. Exakt. Ja. Genau. Und bei mir auch nicht. Ich habe es auch hier rum. Ja, okay. Siehst du, genau. Bei manchen liegt es einfach nicht. Aber wie gesagt, Winkel ausprobieren, Höhe des Halses nach oben kippen, dass du hier keine Spannung hast, weil dann kannst du echt Schmerzen bekommen. Ja. In der Hand, ne? Sehr wichtig. Jo, gut. Genau. Wenn ich den Finger abhebe, klingt die Saite. Ja, okay. Das Problem, genau, wenn du den Finger abhebst, muss der nächste ja schon da sein. Und ich glaube, das meine ich mit Synchronität, weil wenn du könntest es zum Beispiel mal so üben, die anderen Saiten natürlich abdämpfen. Bisschen lauter. Das ist wirklich, und ich meine, mach jetzt auch ganz bewusst den ersten Finger hoch, ja. Und wirklich, weil es geht ja um diesen, du spielst den Ton und dann kommt eine Unterbrechung, bis der nächste kommt. Mhm. Und er meint wahrscheinlich das. Mhm. So, und das hat einfach was damit zu tun, dass wir vom Timing her nicht richtig sind. Das heißt, wenn wir jetzt ein Metronom hätten zum Beispiel, dass du wirklich mal nur übst. Und je langsamer, desto besser eigentlich, weil jetzt merkst du genau, ah, shit, hier bin ich ein Stück zu früh oder ein Stück zu spät. Und das wirklich mal üben mit verschiedenen Fingersätzen. Und es geht mir hier nicht um Tempo, nicht auf Tempo üben, sondern erstmal. Ich übe das zum Beispiel so, dass ich wirklich nur Hammer-Ons benutze dabei. Und da merkt man sofort, wenn man nicht synchron ist, wenn man diese Übersprechung dann halt hat. Und wenn man das mal eine Zeit lang übt, so ein paar Wochen, jeden Tag einfach, zusätzlich wird es mit Sicherheit besser werden. Dein Freund ist online. Mein Freund? Ja. Ach, der Justin, da ist er ja. Ich habe noch was von Justin. Ein bisschen Shred. Shred it! Shred like a master! Natürlich nicht so toll, wie der Justin das macht, aber man kann nicht alles können. Man kann nicht alles können. Wollen wir noch ein bisschen über die Gitarre reden? Dann können wir sicher noch ein paar Fragen. Fragt einfach. Also ganz liebe Grüße, Justin. Ja. Und es wird mal wieder Zeit, dass du bei mir auch aufschlägst. Unbedingt. Um den nächsten Level an Übequalität unter die Menschen zu bringen. Absolut. Super. Ja, schön. X. Genau. Okay. Also, darf ich auch mal? Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir können auch noch ein kurzes Demo machen, alle Pickups mal durch. Ja, das wäre super. Also pass auf, ich mach dir mal den Sound clean. Ich gebe dir mal erstmal einen schönen clean Sound hier. Und zwar nehmen wir mal den Archon hier. Der klingt super. Fangen wir mal mit der Mittelposition an. Ja, Mikro mache ich aus. Clean, aber so Edge of Breakup. Funktioniert super. Achso, du hast umgeschaltet. Ich gebe den Clone noch dazu. Okay. Clean Sound, der auch sehr cool klingt. So. Hast du dafür einen? Ja. Richtig schöner Clean Sound. Mhm.
Ja. Alter, was ist denn hier los? Ja. Ein bisschen rumgefuddelt. Ja. Wow. Ja, wow. Also kurz, ich bin auch noch da. Ja, du musst die Gitarre auch mal checken. Wie geil ist das denn? Also, wow. Ja. Schalte jetzt die Mikrofone aus, dass ihr nur die Gitarre hört. Spaß, ne? Die sind dynamisch, die Pickups, ja, ja. Sehr schön. Ich auch. Aber haben, wie du sagst, die haben Punch und sind auch modern im Sound. Ja, ja, richtig absolut. Modern. Absolut. Also die vertragen auch tatsächlich kann zwei Overdrives vor dem Black zu schalten. Und jetzt kommt das Mahagoni. Ja, genau. Nämlich wir haben einen geilen Sustain. Ich zeige noch ein paar Sounds mit dem Helix. So die Klassiker, ne, die ich hier gerne als verwende. Zum Beispiel den 5150. Wir haben echt einen geilen Biss. Ja? Was auch. Habe ich vergessen zu sagen, ich habe da hinten einen No-Load-Porti. Okay. Das heißt, kannst du aus dem Weg nehmen, einfach wenn er ganz aufgedreht ist. Wenn du ein bisschen zurückdrehst, ist es eher okay, warte mal. Ein bisschen. Das ist okay, noch mal jetzt nochmal. Geil! Das ist eine gute Sache, ne? weil ich habe gerade gemerkt, es war ein bisschen zu viel. Und ja, dann drehst du einfach ein bisschen zurück. Und dann drehst du den zurück, genau, und hast du diesen... Und du hast auch hier, da habe ich zum Beispiel einen Treble Beat verbaut. Ich meine, wow. Das ist mittlerweile Standard bei Gitarren. Okay. Aber dann kannst du tatsächlich... Darf ich einmal ganz kurz? Ja, nutzen? Bitte. Du bist jetzt auf dem 5150. Okay. Oh ja, der Clean Amp, ne? Ja, der Clean Amp. Aber sagen wir, du hast... Aber hör mal! Zurück. Das ist schon der Hammer. Du kannst halt hier noch. Hast du so ein Plexi einmal da? Ich glaube, da hört man es ein bisschen besser. Plexi, klar. Genau, den geilen Plexi, den du da hast. Ja, bitteschön. Zum Beispiel, wenn jetzt hier. Thank you.
Super dynamisch halt, ne? Die Geschichte lässt sich hier gut regeln. Muss man ein bisschen aufpassen mit dem Noise Gate. Ja, ne? Hab's gemerkt gerade. Ja, alles aber, gut, aber das, das ist halt so ein Ding. Warte mal, was ich auch gerne teste, ist, dass ich einfach das Noise Gate ausschalte, ja, um zu hören, wie die Pickups. Also jetzt hier haben wir. Was für ein. Alles auf. Ein. Lässt doch mal hier. Geht eigentlich. Ne? Also du hast jetzt einen Plexi mit einem Deep Screamer. Auch nutzen, um halt tatsächlich noch ein bisschen. Super dynamisch die Pickups, ne? Von laut bis. Was mir jetzt gefällt, ja, ist, dass du das mit der Spielweise kontrollierst. Ja, natürlich, genau. Das ist ja das ist auch viel wichtiger. Dass ich nicht permanent. Genau. Ich will zwar zurückdrehen, aber dann will ich noch Dynamik haben. Absolut, weil wenn ich sage, du hast jetzt hier so ein. Selbe Sound, ne? Aber halt ja, nicht aber, Regeln geil, hier, geil, sondern geil. Regeln okay, mit der rechten Hand. Überzeugt, ja. Ist eine geile Gitarre. Ja, keine Frage. Ja. Macht ja. Spaß. Ja, klar. Geil, ja, I love it. So, jetzt gucken wir mal. Kopinchen, ich frage noch mal nach niederschwelligem Songmaterial zum Solo üben. Ja, ja, gut, ich verstehe das. Was sie damit meint, ist jetzt zum Beispiel Knockin' on Heaven's Door. Ja, natürlich. Beispiel, ne? Oder zum Beispiel Wish You Were Here von Pink Floyd. Sachen, die spielbar sind. Die spielbar ne? sind. Genau. Mein erstes Ding, glaube ich, was ich gespielt habe, war Wonderful Tonight, die Melodie. Zum Beispiel. Und so Sachen. Still Got the Blues, also die Melodie, nicht die Melodie. Das Hauptsolo. Ja, genau, super Tipp. Still Got the Blues. The Loner. Rosanna, zumindest den ersten Part vom Solo. Den ersten Part, also... Genau, man muss ja nicht das Ganze dann lernen. Sondern Hello von Lionel Richie, auch super schönes Solo. Oh ja, ich liebe super das. Super schön, war auch eins der ersten, die ich so mitgelernt habe. Ja, habe ich auch, genau. Super schön. Ich habe nach Gehör rausgehört, ja, als ich 16 war, musste ich das spielen. Und ich spiele das heute noch so, obwohl ich weiß, dass es noch Methoden gibt, es noch geiler zu spielen. Aber ich habe es halt nach Gehör rausgehört. Ne? Das passiert mir oft, wenn ich was nach Gehör raushöre, will ich das nicht mehr umlernen. Dann genau. Kennst du das Phänomen? Absolut, ja, ist so. Halt Klassiker, ich würde mir Klassiker, nimm sowas wie Stairway to Heaven. Ja. Und das klingt auch langsam cool. Ne? Mein Gott, es gibt mittlerweile verschiedene Software-Applikationen, die du nutzen kannst, um die Songs einfach auf 60% oder 50% und da versuchen erstmal in Time gut mitzuspielen. Und dann kannst du immer noch sagen, wenn du eine Herausforderung willst, ist zu easy. Dann machst du mal, so wie der Justin, spielst es auf 200 oder noch schneller. Es ist so krasses so, Zeug. Und das geht alles. Ne? Ja. Man muss nur die Wege da finden. Und wie gesagt, man kann auch langsame Sachen so üben. Ja, definitiv. Also, Siegfried Cordes schreibt, auch wenn es Ablenkungen sind, es gibt neue super Interviews von Rick Beato mit einigen Namen wie Malmsteen, Bonamassa, Mancuso. Ja, logisch. Ja, aber das sind ja auch mehr Interviews. Das sind Interviews. Genau, das sind jetzt keine speziellen Lessons. Klar ist da manchmal eine Idee dahinter, zum Beispiel der Malmsteen, der nicht sweept. Ne? Er sagt, er sweept nicht. Ne? Natürlich sweept er. Aber nein, das sind halt so Sachen, das ist auch interessant mal zu hören. Ja. Oder dass er nie geübt hätte. Ja, Leute, das ist auch ein bisschen Ironie immer. Ne? Weil natürlich hat er geübt. Er will sich halt anders verkaufen. Ne? Man muss immer aufpassen, wie man die Dinge auch aufnimmt. Ne? Er ist halt der Rockstar und ich liebe Malmsteen. Und man muss ihn halt zu nehmen wissen. So sieht's aus. Und es sind auch schon mal die ein oder anderen richtig guten Tipps dabei. Ja.
Also ich finde diese Arbeit, die Beato macht in dem Bereich, ist sehr, sehr wertvoll, weil einige dieser Musiker wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Letztens war der 82-jährige Gitarrist von Police. Andy Summers. Andy Summers bei ihm. Ich meine, 82, wow. Absolut. Und die Sachen, die er gezeigt hat, er hat Mass Chino Battle gespielt und es war sehr schön und auch rührend zu sehen. Und es ist praktisch wie so ein kleines Lexikon, was er da aufbaut mit diesen Interviews. Und ich kann es nicht oft genug sagen, immer weiterhin Songs lernen. Songs lernen. Oder? Vielleicht auch mal versuchen, wirklich authentisch nachzuspielen und nicht authentisch mit, das ist der Griff, ich spiele das jetzt mal so. Hört euch die Aufnahmen an, geht nicht nach den Effekten, sondern wie lang klingt die Note wirklich nach? Ist es wirklich jetzt, ist es wirklich eine Achtel? Ist es ein bisschen angezogen? Ist es eher laid back? Und solche Sachen, wenn man die übt, dann hat man zumindest erstmal was, wenn man sagt, die schnellen Passagen halten mich auf. Das braucht halt auch Zeit. Da sind wir wieder bei Jahren. Ne? Das geht nicht in ein, zwei Wochen. Braucht Zeit. Einfach immer weiter hart. Sei nicht so ehrlich, die rennen uns alle weg. Ne? Das ist aber matter of fact. Wir wollen jetzt keinen verkaufen. Lerne Knocking on Heaven's Door, das Solo in 2 Minuten. Und lerne 1000 Lieder in 3 Minuten. Ja, genau. Vielleicht das Solo von Back in Black oder Find Me Somebody. Absolut. Genau. Ja. Super. Und da vielleicht auch mal auf die Feinheiten achten. Das Vibrato, der Angus zieht nämlich zum Beispiel gerne nach unten. Ne? Der macht nicht. Aber das geht da nicht so gut. Jetzt sagt der Fabian wieder etwas ganz Wichtiges. Das Lernen oder das Imitieren dieser Musiker. Genau. Das ist so. Wenn der einer dieser Musiker liegt, mir liegt Eric Clapton, dann versuche ich das zu imitieren. Ja, genau. Ich spiele jetzt nicht genauso, wer wäre es nicht spielen. Aber aus dieser Imitation heraus habe ich sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen, ich wusste ja nicht, wie er es macht. Ich musste nach Gehör machen auch. Ich wusste beispielsweise nicht bei The Loner, erst als ich später das Video sah, dass er alles komplette Vibrato bei The Loner mit dem Tremolo macht. Aber das ist ja auch cool, das zu imitieren, weil das nicht so einfach ist. Das war schwer. Das war schwer. Ich dachte, Mann, das ist schwer, das genauso. Gleichmäßiges Vibrato macht der Mann hier. Ne? Absolut. Deswegen da sich auch mal verlieren im Sinne von, warum klingt das Vibrato da jetzt so geil? Üben, bis die Finger bluten. Oh, wir haben da eine Spende vom Uwe bekommen. Oh, das ist aber nett. Also, danke, Uwe. Er hat aber, glaube ich, eine Frage gestellt. Das Bier ist gesichert. Ja. Ja, woran liegt es, wenn beim Ton X zum Beispiel Fender Sound die dicken Seiten matschig klingen? Kann ich sagen. Und nicht so präsent und knorrig? Es liegt am Capture. Einfach schauen, je nachdem, was für ein Capture du hast. Ich empfehle dir, es ist jetzt rausgekommen, dafür habe ich auch ein Demo gemacht von Amalgam Audio, der Fender Deluxe Reverb, der original alte, uraltes Teil. Das Ding ist der Hammer. Ohne Scheiß. Hol dir das und du wirst keine anderen Fender Sounds mehr brauchen. Okay, nochmal. Amalgam Audio. Amalgam Audio. Reverb. Genau, und dann der Deluxe Reverb, der jetzt gerade rausgekommen ist. Okay. Er hatte vorher einen Super Reverb und jetzt hat er den originalen. War das ein Deluxe? Ja. Ein ganz alter aus den 60ern. Original, alles. Die furzen halt teilweise unten rum. Die furzen unten rum, genau. Und das sind halt auch Charakteristika, die einfach im Sound enthalten sind. Ja. Ne? Ja. Sehr, sehr geil. Oder auch mal empfehle ich auch, gerade bei Clean Sounds, den Tone King Imperial mal checken. Auch ein super geiler Amp. Du hast hier ein Lob für deinen Finger bekommen, für deinen kleinen Finger. Flinken? Habt ihr den flinken kleinen Finger von Fabian gesehen? Den kleinen Finger? Oh, okay. Weil ist er geflogen? Das war natürlich nicht so gut. Super Tipp, Dankeschön. Sag mal, wo gibt es in Deutschland Händler für die K-Pro Guitars? Habe spontan auf der Webseite noch nichts gefunden. Richtig, da gibt es auch noch keinen Vertrieb in Deutschland. Das heißt, da unbedingt anschreiben. Ja, die sind noch relativ am Anfang, genau, exakt. Okay. Und da würde ich empfehlen, unbedingt anschreiben. Ja. Na, also nicht mich, weil das bringt nichts, weil ich muss es dann weiterleiten, sondern schreibt auf Instagram oder Facebook, am besten auf Instagram oder auf der Homepage eine E-Mail schreiben. Die antworten eigentlich relativ also für mich. Die ist cool. Die hat Potenzial. Geil. Also alle Gitarren, die ich habe. Tom Quayle gesehen, hat die gespielt vor kurzem. Tatsächlich? Obwohl er ja der Monster... Echt? Ich habe ein Video gesehen, ich meine die Kopfplatte und den Schriftzug, den erkenne ich. Ja, viele spielen die der... Und es gibt einige. Ich glaube, der hat die gespielt in einem Video. Ja, ach cool. Ja, obwohl jetzt natürlich mega auf Ibanez. Ist ja auch cool, ne? Aber warum? Man kann ja auch mal gucken, was machen andere, ohne jetzt direkt... Aber er hat definitiv auch eine. Ah ja, okay. Habe ich gesehen. Cool, ja.
Also es ist steinig für eine neue Marke am Markt, das ist völlig klar. Ist schwierig, genau. Das ist eine harte Nuss. Ich werde mal gucken, dass ich auch mal einen Test mache von dem schönen Teil. Ah, genau. Okay, das haben wir beantwortet. Ja, die Furzen und. Ja, ist halt die Wahrheit. Ja, ist so. So sagt man das. Genau, so sagt man das umgangssprachlich. Ne? Das ist so dieses in dem Besten, wenn es so. Ist ja das Geile. Jeder Amp hat so seinen Charakter. Ne? Und darum geht es doch wie auch. Geil ist das man kann nicht sagen, ich mag das auch nicht immer, dieses, ja, das ist geiler, das ist besser. Nein. Und am Ende des Tages, wie du es empfindest beim Spielen, richtig, was beim Hörer ankommt. Und dem ist das dann auch egal. Und jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, indem ich sage, ja, muss jetzt unbedingt Röhrenamp sein, muss jetzt Modeling sein. Es ist egal. Weil das, was der Zuhörer wahrnimmt, ist dein Empfinden beim Spielen. Ja. Wenn du dich ein gutes wohlfühlst, Gefühl hast, oder? Darum geht es. Das ist die halbe Miete. Ja. Ob du jetzt wie Dimebag Darrell auf einem Transistor-Amp spielst, ja, ist egal. Aber der hat seinen Sound. Der hat seinen Sound. Ne? Und na? Genau. Ja. Ja, super. Also, wir haben hier jetzt, die Zuschauer haben es gecheckt, dass wir einen zweiten Stream aufgemacht haben. Das ist schon mal gut. Bei 83. Das ist super schön. Ja, Herr Hombach, wenn Sie hier aktiv im Livestream sind, können Sie vielleicht auch die eine oder andere Frage beantworten. Oh, guck mal, er schreibt immer wieder gern, freue mich. Ja, natürlich. Ja, da soll vorbeikommen. Er soll einfach. Wir können auch nochmal einen Let's Talk Guitar Screen machen, ja, ne? Warum nicht? Können wir gerne machen. Ja. Ja, so jeden auf den neuesten Stand bringen. Genau. Ja. Genau. Super. Hier, um was geht es uns? Uns geht es darum, euch eine kleine Hilfestellung zu geben, euch ein bisschen mehr so die geistigen Hürden, weil ich glaube, im Kopf ist der größte Schlüssel für den Erfolg auf dem Instrument. Viele investieren unglaublich viel Zeit und merken, warum läuft es bei mir nicht so? Ich glaube, das ganz, ganz viel ist deine innere Einstellung, wie du rangehst, wie du über die Sache denkst, macht einen riesen Unterschied. Sich nicht unter Druck setzen, Zeit lassen, wenige Dinge sehr, sehr oft wiederholen. Dinge, die für dich funktionieren, deine Stärken ausbauen und die Schwächen mit der Zeit ausmerzen. Ja? Aber sie nicht verrückt machen, wenn was nicht funktioniert. Und noch eine Sache. Oder? Die Einstellung ist die Miete. Es darf nicht als, ich muss üben. Wenn das schon ist, dann sammel Briefmarken. Genau. Das ist gemein jetzt. Nein. Nimm die Gitarre in die Hand und genau. Jedes Mal, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme und ich weiß, ich übe jetzt, dann ist das nicht, ich muss üben, sondern geil, ich kann üben. Ich übe, ne? Ja. Ich hab mir die Zeit freigemacht zum Üben. Ja, herrlich, genau. Ne? Exakt. Ich übe gerne abends spät. Der Jörg weiß. Jörg, liebe Grüße, er weiß das. Ne? Wir machen als und das wie übt man? Ne? Unterteilen. Wenn du eine Stunde Zeit hast, üb eine halbe Stunde super fokussiert. Und damit meine ich wirklich, okay, ich gucke jetzt hier, liegen die Finger gut, habe ich viel zu viel Bewegung, spiele dasselbe, leg 10 Minuten, eine Viertelstunde und achte auf diese Kleinigkeiten, dass sich das quasi eingraviert in deinem Hirn. Ja, in Muscle Memory. Ja, genau. Und das braucht halt unendlich viel Wiederholung. Justin, es ist so schön, wenn ich das nicht immer selber sage, wenn ich mal das von dir höre. Christian. Wie nebenan, klar, was denn sonst? Ja, natürlich. Nebenbei am Gitarre üben, was schreibt er? Komm. Schön mit Ablenkung, aber hab halt heute eine neue Klampfe bekommen. Ah, 27 Stunden, ja geil. Ah, sehr cool. da zwitschern eigentlich schon die Vögel, oder? Ja, ja. Bei 27. Das ist schon sehr hoch. Das hohe G dann. Geil. Ja, Wahnsinn. Spiel die beiden uns noch was Schönes als Einleitung für meine tägliche Übesession. Ja, schön, ja, gerne. Fabian kann immer was Schönes spielen, da bin ich ganz sicher, er ist sehr kreativ. Also, Uwe, danke für die Spende. Da ist das Feierabendbier gesichert. Ich glaube, wir werden so langsam auch Schluss machen. Wir haben jetzt zwei Streams, das sind gute 1,5 Stunden. Ja. Ja, oder? Denke, ne? Ja, ja, genau. Sonst klopft meine Frau gleich an und sagt, Essen ist fertig. Ja. Und es wird kalt. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, wie immer. Danke. Und danke an alle Zuschauer. Also ich kann bestätigen, die Gitarre ist ganz toll. Na? Die Farbe gefällt mir auch. Ja. Verarbeitung super. Ich nenne sie immer Ariel. Die meine Freundin sagt immer, nimmst du Ariel mit? Ja, ich nehme Ariel mit. Die ist hübsch. Also danke nochmal, dass wir die auch spielen konnten. Und ich melde mich schon mal an. Ja, absolut. Für einen Kontakt und für einen Test. Lohnt sich. Ne? Okay, super. Gut. Haben wir was vergessen? Keine Frage mehr. Habt ihr noch eine dringliche Frage an uns? Dann haut sie raus. Spiel doch Neoklassik. Ja, der eine will was Ruhiges, der andere will Neoklassik.
Ich kann ja mal einen Backing-Track hier starten. Dann ja, muss man ein bisschen drauf improvisieren. Ja. Was du einen schönen High-Gain-Sound. Also ja, Blexi mit zwei Overdrives. Ja. Also lass ich mal gucken, was ich hier habe an Backing-Tracks. Okay. Pa, pa, pa. So. Backing-Tracks. Best of. B-Moll? Wie meiner? Hätte ich gern. War ich was gesehen? Da unten kannst du der Letzte. Der Letzte. Oder nimm ihn da einen. Ah, der ist geil. Ja? Ja, ja. Der ist okay, machen wir. Gib mir einen schönen bisschen Delay. Irgendwie so. Also, sehr, sehr cool. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, der geht übrigens ziemlich lange. Also, ja, ich habe schon gewohnt. Wie lange war das jetzt? Auch 4 Minuten. Ja, gut. Jesus. Super. Ja. Also, Kubinchen, noch ein bisschen für die Motivation. Ein bisschen mit dem Backing-Track. Und er hat ihn noch nie gespielt vorhin. Ne? Einfach mal laufen lassen. Wegen B-Moll. Was schreibt Misty Man? Pink Floyd lässt grüßen. Ja, klar. B-Minor ist doch... Ja. Völlig klar, wo das herkommt. Ne? Super. Eike hat hier noch eine Frage. Ja. Kennst du, hallo Horst, kennst du eine gute Übroutine für die rechte Hand und die richtigen Seiten beim Anschlag zu treffen? Übe ein bisschen Pentatonik-Sequenzen und treffe ab und zu die falsche Seite. Okay, die Frage ist an mich gerichtet, aber wir können die ja zusammen beantworten. Und
Nun wichtig, wenn du jetzt die rechte Hand, wenn du sie trainierst, erst auf einer Seite üben, dann auf zwei Seiten und mit Wechselschlag. Und sehr darauf achten, auf diese Übergänge zwischen den... Gib mir mal das schöne Kleid. Dann gucken wir mal, ob ich da auch einen kleinen Beitrag leisten kann heute. Ja, tolle Gitarre. Ne? Siehst du? Neues geht aus und trotzdem hat es super. Zwischenpositionen sind ruhig. Tolle Gitarre. Ich weiß, dass ich beim Picking, das ist so eine Stärke von mir. Also Picking ist für mich... Du machst da mehr Economy, ne? Bei der... Das ist auch gut, ob das funktioniert. Genau. Also ich picke eigentlich fast immer zwischen den Saiten. Inside. Weil so habe ich den größeren... Ja, genau. Also auch einer der Tipps ist, wenn ich auf zwei Saiten picke, drei Töne pro Saite, C-Dur Tonleiter, dann beginne ich inside. Weil dann ist meine Bewegung kleiner. Du musst ja jetzt unbedingt die Tonleiter spielen. Du kannst einfach nur 8, 7, 5 auf beiden Seiten. Metronom, ganz wichtig. Und dann drei Seiten. So, jetzt, ich weiß, dass ich habe mich so beschäftigt mit dem Gambale-Zeug vor 30 Jahren, dass ich unbewusst Economy Picking mache. Dann machen wir mal einen reinen Wechselschlag. Und mein Tipp ist, wenn du die linke Hand vereinfachst, das heißt, du spielst einfach nur die Bünde, 8, 7, 5 beispielsweise, also 7, 6, 5, was dir leichter fällt, dann hast du mehr Fokus auf der rechten Hand und kannst es sauber spielen. Also wenig links, mehr Fokus auf rechts. Und da einer der wichtigsten Tipps, den ich euch geben kann, um die rechte Hand auf Tempo zu bringen, auch wenn die Präzision noch nicht da ist, ist das Mandolinenspiel. Also ich habe mir als junger Mensch unglaublich viele Gedanken gemacht, wie kriege ich diese rechte Hand auf Tempo. Ja. Und habe dann im Fernsehen die ein oder anderen Konzerte gesehen von Balalaika-Spielern. Ach, geil. Ja, ja. Und dachte, wenn jetzt diese Kinder... Genau, wenn die das können, muss ich das auch können. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, es ist nicht für jeden anatomisch gleich. Wir sind ja gleich und man muss auch seine Limits ein bisschen akzeptieren. Aber was habe ich gemacht? Ich habe einfach Melodien genommen und habe die in Form von einer Mandoline gepickt. Ja, Freude, schöner Götterfunk oder was auch immer. Oder alle meine Entchen. Oder das Rock'n'Roll-Thema. Und glaub mir, so hat es nicht funktioniert. Das war schlimm. Das war mehr so... Man muss ja auch genau wissen, aber gucken. Einmal das. Und ich habe es ein halbes Jahr gemacht, jeden Tag. Bis das Handgelenk auch mal warm wurde. Also ich habe es richtig lange durchgehalten und habe sehr fokussiert nur das Picking trainiert. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass das echt funktioniert. Also, dass ich das Tempo halten kann. Und dieses Tempo, das genügt für so gut wie alles. Also mehr habe ich noch nicht festgestellt. Kommt drauf an, wenn du natürlich noch tiefer einsteigen willst, ja. Wenn du richtig freaky und scary werden willst, ne, dann kannst du da wie Justin dich steigern. Und nur noch auf Tempo genau. 200 üben. Absolut. Genau. Na, also, vereinfache die linke Hand, fokussiere dich auf die rechte Hand
Und dann funktioniert das in der Regel. Na, spezielle Frage, Intro. Ja, genau, hier, der Justin sagt noch was sehr Wichtiges. Ja, wo ist er? Die linke Hand mal komplett weglassen und nur die rechte Hand üben. Ja. Ja. Danke. Und das ist gar nicht so einfach, ja, weil du bestimmte Licks dir kaum vorstellen kannst. Ne? Wie crazy. Ganz schwer, ja. Genau. Ach, ist das brutal. Und er hat wirklich einen Abdämpfen hier, ne? Aber ja, genau. Klar, ein bisschen ja. Ich sag's auch, ich würde erstmal eine, maximal zwei Seiten. Und dann auf drei. Und dann diese modernen Pix-Landing-Techniken von Justin unbedingt anschauen. Wenn ihr wirklich, wirklich Präzision erreichen wollt. Also er hatte wirklich Meisterschaft erreicht. Also ein super Tipp von dir, Justin. Herzlichen Dank. So geht es bei mir. Jeden Morgen eine Stunde lang. Also hört euch das an. Ja. Liest mal im Chat, was Justin Hombach schreibt. Er ist wirklich ein Monster, was das angeht. Ja. Also wenn er es nicht erklären kann und nicht bestätigen kann, dann können wir das schon lange nicht. Morgens, er ist ein Frühaufsteher, ich bin ein Spätaufsteher. Ich mache das gerne nachts. Aber stellt euch das vor, eine Stunde, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das ist so krass. Aber es ist für die rechte Hand so gut. Ja, klar. Wenn du ein gewisses Level erreicht hast, brauchst du natürlich auch das Training. Ne? Das ist wie ein Spitzensportler. Genau. Du musst halt um deinen... Du musst den Justin natürlich fragen, aber da wirst du wahrscheinlich auch trainieren müssen, um das zu halten. Ja, ja, absolut. Genau. Du kannst mal einen Tag Pause machen, aber du musst trainieren. Ja. Morgens. Sehr geil, sehr geil. Ja. Also, Alexander Stolle hat eine spezielle Frage. Intro Last Resort. Finde ich keinen einfachen Weg, die Note E im 12. Bohnen mit einem kleinen oder Ringfinger zu spielen. Kennst du das? Klar. Nee. Kenne ich nicht. Ist echt blöd zu spielen, als zwei Bühne weiter nach oben. Ja, kann ich jetzt, lieber Alexander, das kann ich dir jetzt so nicht beantworten, weil ich den Song zwar kenne. Ist das das? Genau. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht genau, was er da spielt. Ja. Ich bereite mich vor im nächsten Frag Horst, dann kann ich dir das beantworten. Was mir auch sehr, sehr gut zur Hand ging, vielleicht noch als Tipp, war das Vierer-Pattern in der Dur-Tonleiter. Das auf Tempo zu bringen. Noch überhaupt nichts gespielt, groß. Ne? Genau. Das vielleicht ist so ein gutes. Vielleicht würde ich da erstmal, wird der Justin mir wahrscheinlich auch recht geben, erstmal versuchen, auf einer Seite schnell zu werden. Und wenn du das kannst und synchron bist, dann vielleicht eine zweite dazu nehmen. Ja. Denke ich, das ist der bessere absolut. Weg. Absolut, absolut. Genau, und mach das Vierer mal mit der rechten Hand alleine. Danke. Ekelhaft, ne? Ja. Oh Gott, vergiss es. Challenge hier. Du musst ja einen Akzent reinbringen. Ja, natürlich. Du hast diese Orientierung. Boah, gute Übung. Ja, definitiv. Na? Ja, love it. Ja, du hast diesen schönen Schmatz. Macht schon Spaß. Ja. Ich liebe das Gewicht auch. Ja, sehr, sehr geil. Also finde ich richtig die Tele, toll. Die Tele, die ich habe von denen, wiegt, glaube ich, die Hälfte ungefähr. Unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, das ist was wiegen die 3,3? Ja, wenn nix, überhaupt. Wenn die überhaupt. Ist aus Paulo Winger und Eschel gemischt oder so. Das ist super, die kannst du so mit einem Finger. Ja, nee, wie geil. Mega. Das ist natürlich geil, wenn du die auf der Bühne spielst. Ne? Klingt auch. Das klingt mega. Ja. Wie eine geile Tele. Super. Wow. So, also... Hallo an alle, wie hieß der Backing Track? Der Backing Track ist natürlich Pink Floyd Style, B Minor. Gib mal ein auf YouTube. Findest du bestimmt sofort.
H-Moll oder B-Minor, B-Moll, Backing Track, Gilmore. Und dann findest du eine Million. Ja. Wird es dieses Jahr einen Workshop geben? Wenn die Frage an mich gerichtet ist, 3 Workshops, findest du alle 3 auf meiner Webseite. Check it out, Baby. Ich blende es nachher noch ein. Melde dich an, weil sie sind zu 80% ausgebucht. Melde dich an. Ich habe sie erst seit 2 Wochen online. Justin schläft nach seinem eigenen Rhythmus und wirft sein Leben ganz der Gitarre, glaube ich. Ja. Natürlich. Nun gut, ich muss mal Katzenfutter kaufen, ihr Buben. Viel Spaß noch und wir sehen uns sehr gerne. Justin, du bist natürlich eingeladen und ich freue mich, wenn du bald herkommst. Mit Fabian. Also ihr Lieben, ich glaube, das sollte es von unserer Seite für heute gewesen sein. Sorry, dass der Livestream hängen blieb vorhin, aber das ist das Leben. Beide Streams bleiben natürlich online, ist halt jetzt in 2 aufgeteilt. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank an dich, Fabian, dass du da warst. Danke euch und danke dir natürlich, mein Lieber. Eine große Freude. Ja, jederzeit gerne wieder. Unbedingt. Und die Gitarre, die bekommt ganz bestimmt einen Test von mir. Ja, check die mal aus. Ja. Kaipro heißen die. Kaipro. Mensch, super. Hau sie nicht an. Ja, ne, genau. Nein, pass auf. Ja. So, ihr Lieben, das sollte es von unserer Seite gewesen sein. Kurz noch, wenn du auf meine Webseite gehst, dann hier runter scrollst, dann findest du unten die Workshops. Einmal Grundlagen des Gitarrenspiels. Dann das ominöse Gitarrencamp, das jedes Jahr der Hammer ist, ausgebucht. Und also noch nicht ganz, aber noch 3 Plätze sind frei. Und Solo- und Lead-Gitarrentechniken. Bei diesen beiden Workshops ist Sebastian Minet noch dabei. Da knallt sie richtig. Ne? Und demnächst auch hier wieder bei mir im Livestream. Und klar, hinterlasse, sei so nett, Leute, die Glocke, hinterlasse ein Abo. Sodass du informiert bist, wenn wir wieder live sind. Schau, beide Streams sind hier. Super. <Okay. lacht> In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir, dass du jeden Tag ein klein wenig besser bist. Unbedingt. Ciao. Macht's gut, Leute. Ciao. Ja, war super. Sehr gut.